Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti. Glaubt ihr tatsächlich, dass es im Bodybuilding einfach keine Fakten mehr gibt? Dass man alles machen kann und dass jeder etwas anderes sagt? Dass ihr dadurch niemanden mehr glauben kann und am Ende ist doch eh alles egal oder alles viel zu wichtig und ihr könnt es nicht machen? Ja, dann ist das Video genau das Richtige für euch. Heute geht es nämlich erstmal um die unumstrittenen Fakten im Bodybuilding. Ja, keine Meinung von Gotti, kein das ist für die und das ist für die richtig, sondern einfach nur etwas, was für jeden Mensch da draußen gilt. Und ihr werdet feststellen, das verspreche ich euch, es gibt doch mehr Gemeinsamkeiten, als ihr denkt, weil man an so viele Sachen eben nicht denkt, weil man sie für selbstverständlich hält. Alleine schon, das kann ich schon vorwegnehmen, dass man überhaupt Gewichte benutzt, um Muskeln aufzubauen. Aber ja, das ist wichtig, damit wir nicht verzweifeln und sagen, alle sagen eh was anderes. Nein, es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten, selbst zwischen mir und denjenigen, die das vertreten, dass man fünfmal die Woche den Muskel trainieren sollte. So wird es natürlich auch einen zweiten Teil geben, in dem die möglichen Variationen kommen. Und darin sind nicht etwa alle Variationen, die es gibt und Systeme und dergleichen, sondern einfach allgemein die Dinge, die man tatsächlich bedenken muss, die individuell unterschiedlich sind oder die man tatsächlich ausprobiert. Oder die noch fraglich sind in Form von Wissenschaft oder Meinungen. Aber dazu kommen wir erst bei einem zweiten Video. Jetzt schon mal die erste Sache. Man muss den Muskel überhaupt bewegen und reizen, um ihn zum Wachsen zu bringen. Natürlich, Muskeln werden nicht einfach so wachsen. Jetzt würdet ihr sagen, oh Gott, wieso erwähnt er sowas, ich schalte direkt ab. Aber nein, man bedenke, dass es tatsächlich ein paar Mythen gibt, wie deine Muskeln wachsen auch, wenn du zum Beispiel nur mehr Protein zu dir nimmst. Nein, werden sie nicht. Egal, was ihr an der Ernährung ändert, eure Muskeln werden nicht wachsen, wenn sie nicht stimuliert und benutzt werden. Das Gleiche gilt übrigens für die ganz harten Lebensmittel, für Medikamente, für Steroide. Auch dadurch wachsen die Muskeln nicht, wenn man sie wirklich nicht benutzt. Und somit sollt ihr nicht nur eure Muskeln benutzen, das heißt in irgendeiner Form euch bewegen, denn das ist nichts anderes als die Muskeln zu benutzen, da diese dafür sorgen, dass wir unseren Körper überhaupt bewegen können. Nein, ihr müsst das auch mit Widerstand tun, sprich mit Gewichten. Tja, und davon bin ich umgeben. Das ist in jedem Gym nun mal das Gleiche. Da ist Eisen, da sind Gewichte. Die müsst ihr irgendwie bewegen, denn umso mehr Widerstand da ist, desto mehr muss der Muskel natürlich arbeiten, bis er eben es auch gar nicht mehr bewältigen kann. Aber auch das im Hinterkopf behalten ist natürlich eine Gemeinsamkeit. Keiner wird sagen, gut, man kann auch den Muskel bewegen, aber es geht auch komplett ohne Widerstand, ohne Gewicht, vielleicht nur mit Eigen. Ja, da kommt man so in den Bereich von vielleicht 1000 Wiederholungen, wenn ich den Unterarm hebe. Oder kann ich noch mehr machen? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Und ja, das bedeutet natürlich, wir müssen auch eine Bewegung ausführen, das Ganze nicht statisch machen. Damit haben wir schon mal einen kompletten Teil abgeklärt. Ja, wir müssen die Muskeln überhaupt nutzen. Wir müssen uns bewegen. Das geht nicht statisch, wenn ich nur etwas halte. Wir erinnern uns an die Planks. Und wir müssen einen Widerstand benutzen, ein möglichst hohes Gewicht. Wie hoch das sein wird, steht auf einem anderen Blatt. Ja, eigentlich kann ich das mal am gleichen Ort machen. Und um einen Reiz zu setzen, wir erinnern uns am ersten Punkt, wir haben es Reiz genannt, um einen Wachstumsreiz, denn nichts anderes wird damit immer gemeint, zu setzen, müssen wir sie, ich nenne es mal, geballt trainieren. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir jetzt nicht alle zwei Tage mal einen Liegestütz machen oder alle zwei Tage mal ein Gewicht bewegen, sagen wir mal Bankdrücken. Und selbst wenn wir damit ein gutes Gewicht bewegen, dann wird eine Wiederholung alle zwei Tage recht wenig bringen. Wir müssen irgendwie den Muskel zu einer Überlastung bringen. Ob das jetzt heißt, 3 Reps in Reserve lassen oder ob das heißt, bis zum Muskelversagen zu gehen, das lassen wir auch mal dahingestellt sein. Aber wichtig ist zu wissen, wir trainieren den Muskel in einem gewissen Zeitintervall, Stunde, zwei, drei, und belasten ihn so weit, bis er erschöpft wird. Und jetzt kommen wir schon zu etwas mehr Details und Hilfsmitteln, die wir benutzen. Wir teilen zum Beispiel das Training, egal wer, ob ich, der Herr Brosep oder sonst irgendwer auf dieser Welt, wir teilen im Prinzip das Training ein in Übung, Sätze, Wiederholungen. Das ist die grobe Maßeinheit, von der wir reden. Egal wie viel Wiederholung wiederum, das kann variieren, wie viel Sätze, welchem Volumen also und auch welche Übungen und wie wir diese ausführen. Das ist hier nicht gesagt, sondern einfach nur, dass wir diese Einteilung haben und dass diese Einteilung durchaus sinnvoll ist, dann mit etwas zu füllen. Gleich im nächsten Schritt haben wir einen Wiederholungsbereich, der tatsächlich zum Muskelwachstum bei allen gleich ist. Der muss jetzt natürlich weit gefasst werden. Hier geht es nicht darum, ob 6 Wiederholungen besser sind oder 8. Und das ist objektiv. Nein, zwischen 20 und 2
kann der Muskel bei bestimmten Individuen wachsen. Ja, wir haben sowas Allgemeines wie zwischen 6 und 12 Wiederholungen, ist bei den meisten Menschen der Hypertrophiebereich eigentlich am besten ausgefüllt. Aber es gibt eben auch die Ausnahmen und die gilt es ja jetzt zu implizieren. Aber für alle gilt es, dass es irgendwas zwischen einer Wiederholung und ungefähr, sagen wir mal, 100 sein muss. Ja, ich habe es jetzt extra weit gefasst. Ich selbst würde behaupten, dass eigentlich schon weniger als 1% überhaupt was aufbauen jenseits der 40 Wiederholungen. Aber es gibt den einen oder anderen, der sagen würde, nein, selbst das stimmt nicht, denn man baut was auf. Gerade auch zum Beispiel, wenn wir bedenken, was wir im ersten Jahr aufbauen. Unser allererstes Training, da können wir auch 70 Liegestütze am Tag machen und ja, die Brust wird wachsen. Fassen wir es mal mit ein, aber wenn es an die 500 Wiederholungen geht, da sieht es schon wirklich schwer aus. Ja, auch da kann es sein, dass jemand, der sonst gar nichts mit den Muskeln macht, dort durchwächst, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass er das ein paar Wochen hintereinander und Monate hintereinander tut und den Querschnitt so stark erhöht. Genauso wie unter einer Wiederholung, denn dann wären wir bei einem statischen Gewicht. Keine Bewegung mehr möglich, da ich das Gewicht nicht bewegen kann, also null Wiederholungen. Und auch das ist kaum möglich, damit Muskeln aufzubauen. Und ich habe es schon einmal vorweggenommen, aber hier nochmal an dieser Stelle klar geäußert, wir müssen uns nahe einer Grenze bewegen. Diese kann 3 Reps in Reserve sein, das heißt, wir halten 3 Wiederholungen, könnten wir eigentlich noch machen, aber sind eben nahe dieser Erschöpfungsgrenze gekommen oder eben direkt zur Erschöpfung. Wir können keine einzige Wiederholung mehr machen. Das ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Und dann haben wir eigentlich noch einen aus dem Ernährungsbereich. Ja, wir müssen Proteine zu uns nehmen, um Muskel aufzubauen. Das ist unumstößlich, während es bei Kohlenhydraten, Fetten, wie viel Kalorien und so weiter sicherlich was anderes ist. Jetzt könnte man noch weitergehen und sagen, aber wir brauchen doch auch Vitamine und Mineralien, um unser Immunsystem überhaupt aufrechtzuerhalten und überhaupt, dass unser Körper funktioniert. Ja, aber ich setze jetzt schon voraus, dass wir nichts kompensieren müssen und eine Ernährung haben, die zumindest den normalen menschlichen Körper und seinen Bedarf abdeckt. Das Einzige, was wir jetzt überschüssig brauchen, ist Protein. Denn haben wir das nicht, haben wir einfach keinen Baustoff, um zusätzliche Muskeln aufzubauen. Und dann haben wir noch die Faustregel, Individuen reagieren individuell. Und damit ist es eigentlich schon die passende Einleitung in das nächste Video, wo es dann um die möglichen Variationen geht. Aber es ist wichtig zu merken, dass das für alle gilt, dass Individuen individuell reagieren. Denn manche mehr auf 6 Wiederholungen, manche mehr auf 10 Wiederholungen, manche mehr auf Hochvolumen und so weiter. Das werdet ihr da draußen wissen. Was bringt uns dieses Video jetzt? Ich habe viele Sachen gesagt, wo ihr wahrscheinlich alle nicken würdet, ja, das ist doch klar. Aber so viele schreiben in den Kommentaren immer, ach, alle sagen was anderes. Und das stimmt einfach nicht. Und das müssen wir im Kopf behalten. Der Korridor wird damit relativ eng. Und in diesem engen Korridor bewegen wir uns alle mit vielen Thesen, mit vielen Möglichkeiten, mit vielen Inspirationen, nennen wir es doch mal ganz positiv. Und die gilt es für uns herauszufinden. Aber das hier schließt schon so wahnsinnig viel aus, dass wir eigentlich alle am Ende hier landen, in einem Gym, in einem Fitnessstudio. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr auf gar keinen Fall machen solltet, die Top 5 Fehler sind, bevor ihr ins Fitnessstudio geht, schaut direkt hier weiter. Da wird es nämlich wirklich interessant. Bevor ich also hier stehe, muss ich das beachten. Ansonsten, wenn euch solche Videos gefallen und zum Nachdenken anregen, dann Daumen da lassen und natürlich mit zum Nachdenken anregen mit eurem Kommentar. Abonniert den Kanal, verpasst kein Video mehr, schaut euch mal die anderen an und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.